Hallo YouTube-Freunde, ich bin wieder einmal im Wald unterwegs hier und zwar wollte ich euch nach langer, langer Zeit mal zeigen, was nun geworden ist mit den Kürbissen. Ich war jetzt schon länger nicht mehr bei den Kürbissen und naja gut, so lange ist es jetzt auch nicht her, aber ich wollte jetzt mal zeigen, was daraus nun geworden ist. Also, wie ich weiß, sind die meisten eben jetzt kaputt. Weg, aber mal gucken, vielleicht ist der eine oder andere noch da. Wir sind gleich an der Auslandsstelle, dann gucken wir mal. Und mit den Grünlilien, da habe ich ein gutes Gefühl bei den Grünlilien. Ich glaube, die wachsen. Aber genaueres werde ich jetzt erst sehen. Wenn wir da sind, dann zeige ich euch das gleiche mal. Jetzt bin ich angekommen hier an der Auslandsstelle. Jetzt sehen wir hier mal die beiden Kürbisse, wo der Markus gepflanzt hat. Also der eine schaut noch, naja, ganz gut aus. Und der andere da hinten, naja, gut. Ist schon ziemlich voll mit Schneckenfraß, aber er wehrt sich und wächst von unten weiter. Wie man dann unschwer erkennen kann. Und jetzt habe ich Gras vor der Linse. Ja, Gott sei Dank. Naja, vielleicht hat man hier noch ein bisschen Glück, dass es ein bisschen was wird, aber dass ich hier einen riesen Kürbis aus dem Wald holen kann, ich glaube, diese Hoffnung, die kann ich endgültig begraben. Ja, das wird wohl nichts werden. Ja, jetzt gehen wir mal weiter zu unseren Grünlilien und schauen wir mal, was die machen. Ja, also das hier darf ich euch jetzt wirklich nicht vorenthalten, was ich hier gesehen habe, nämlich einen wilden Fingerhut. Den müsst ihr gesehen haben. Also, zwar wunderschön, aber sehr giftig. Ja. Wenn ich krähe, halt die Gosche, jetzt komme ich und hol dich. Also wirklich was ganz Wunderschönes hier. Mal gucken, rentiert sich fast wieder mal hier hochzukommen. Alleine nur schon wegen dem Fingerhut. So, also jetzt bin ich hier bei den ersten Kürbissen, die ich gepflanzt habe. Wie ihr seht, seht ihr nichts außer Gras. Und oh, da ist sogar noch ein kleiner trauriger Überrest, aber ist nicht mehr der Rede wert. Deswegen nehme ich den Stecken hier auch gerade wieder mit. Den braucht es jetzt hier im Wald auch nicht mehr. Ja, und da drüben der Kürbis, den ich als letztes ausgepflanzt habe. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Hat den Stecken sehr gut geschmeckt. Deswegen nehmen wir den Stecken jetzt auch gerade wieder mit. Braucht man nicht mehr hier im Wald. Schade. Naja, wie gesagt, das war ein Versuch. Und jetzt bin ich mittlerweile angekommen bei den Grünlilien. Und so wie ihr seht, ja, denen geht es eigentlich gar nicht mal übel. Sie haben auch ein bisschen Schneckenverbiss, so ist es nicht, aber es hält sich in Grenzen. Ja, das geht soweit. Was ich euch jetzt noch zeigen will, das ist eine Sache, worüber ihr noch gar nichts wisst. Das zeige ich euch jetzt gleich. Darüber wisst ihr jetzt noch nichts. Eben, das sind die Grünlilien von meiner Freundin. Die hat die jetzt auch vor anderthalb Wochen circa hier gepflanzt. Und denen geht es eigentlich soweit ganz gut. Die eine da, die kriegt sogar schon Ablegerle da hinten. Ja, die kriegt sogar schon Ablegerle hier im Wald. Und wir sind jetzt guter Dinge hier, dass wir hier sogar ein bisschen züchten können. Dass wir sogar Ableger hier aus dem Wald zurückholen und die dann daheim wieder einpflanzen. Ne? Sie hat sich hier für diesen Erdhügel entschieden, weil dieser Erdhügel, der hat so eine Eigenart an sich. Der ist selbst bei heißem Wetter und bei trockenem Wetter immer sehr nass und feucht. Der trocknet nie komplett durch und ist ein sandiger Boden. Und darin gewachsen und gedeihen die Grünlilien eigentlich ganz gut.
Ja, also hier sieht man jetzt auch wunderschön den Ableger von der Pflanze. Macht sich wunderbar. Das ist die grün-weiße Grünlilie. Und dann haben wir hier hinten noch eine Wildform daneben dran. Das ist also eine Wildform, wie sie in Südafrika, ja, wo sie eigentlich heimisch sind, eigentlich auch ausschauen. In der Naturform. Aber wir haben beides. Wir haben alle verschiedenen. Also mehrere verschiedene Grünlilien haben wir daheim. Mehrere verschiedene Arten. Ja, alles sehr, sehr schöne Pflanzen. Und pflegeleicht. Und gedeihen sogar hier im Wald. Sogar ganz prächtig. Ja, okay, YouTube-Freunde. Das war's mal wieder hier. Von mir aus dem Wald. Mit den Kürbissen und mit den Grünlilien. Und ja, ich habe halt gedacht, das Projekt mit den Kürbissen sei so gut wie beendet. Ich wollte euch jetzt eigentlich nur mal die Überreste zeigen und hin und wieder zeige ich es euch noch, aber es ist so regelmäßig noch Filme darüber bringen, das wird wahrscheinlich vorbei sein. Naja, mit den Grünlilien, die werde ich euch auch weiter zeigen und auch die von meiner Freundin, die werde ich auch weiter mal zeigen, aber halt auch nicht mehr so regelmäßig, die sind auch nicht so pflegeintensiv, wie gesagt, die werden alle nicht gegossen, wie die Kürbisse. Und so wie es ausschaut, braucht man die auch gar nicht gießen. Die kommen mit dem Wasser, wo hier im Waldboden ist, sehr gut zurecht. Ja, wenn euch das kurze Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir irgendwas Nettes in die Kommentare und lasst doch ein Abo da, wenn ihr wollt. Bis dann immer wieder. Ciao, ciao.